Der Vin Diesel kann auch ohne aufgemotzte Autos. In «The Last Witch Hunter» verkörpert er den unsterblichen Hexenjäger Calder, der in New York einen zum Leben erweckte Königshex muss bekämpfen. Aber die ist nicht sein einziges Problem. Es erwacht noch etwas anderes. Jenseits von Gut und jenseits von Böse. Ja, für das, was jetzt kommt, bist du nicht ausgebildet. Nun beginnt es. In seinem Kampf gegen das Böse ist der Calder zum Glück nicht allein. Der ehemalige Herr der Ringe-Star Elijah Wood schlüpft nämlich in die Rolle vom loyalen Kumpan, wo ihn auf Schritt und Tritt begleitet. I play Dolan, the 37th. Ich spiele den Dolan, den 37. Er stammt von einer Linie von Priestern ab, die sich dazu verpflichtet haben, dem Vin Diesel seiner Figur Calder zu dienen. Seine Aufgabe ist es, schwarze Magie in Schach zu halten und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Mit der Zeit findet er aber heraus, dass seine Familie in der Vergangenheit selber schon mit Hexerei zu tun hatte. Tja, hat der Dolan mal besser den Familienstammbaum studiert? Und wie sieht es mit dem Elijah Wood selber aus? Hat er sich im Vorfeld über Hexerei informiert? Ich habe nicht gross recherchiert. Die Art und Weise, wie wir Hexen darstellen wollen, ist eine Kombination aus bekannter Mythologie und etwas völlig Neuem. Wir haben sie modernisiert und sie leben im Keimen unter uns. Für mich war es spannend, weil mich Hexerei schon immer fasziniert hat. Viele Menschen glauben an Hexen und ihre Kräfte. Ich weiss noch, wie ich mit 9 die Salem Witch Trials gelesen habe und mich beeindruckt hat, dass Ereignisse, die vorkommen, Teil der amerikanischen Geschichte sind. Ich fühle mich komischerweise von Sachen angezogen, die eher ein bisschen düster und heimtückisch sind. Mehr recherchiert hat hingegen der Vin Diesel. Auch er ist begeistert, dass nicht alles aus dem Horror-Action-Streifen auf reiner Fantasie beruht. So true. This has been happening in the real world. Gewisse Sachen aus dem Film sind auch in der Realität passiert. Wo wir nachgeforscht haben, haben wir begriffen, wie stark vergangene Daten aus den letzten 1000 Jahren unsere Welt beeinflusst haben. Je mehr wir herausgefunden haben, desto mehr sind wir der Meinung, dass auch eine Fortsetzung her muss. Es gibt einfach noch so viel zu erzählen. Das sagt einer, der aus den 6 Fast and Furious Fortsetzungen natürlich erfolgsverwöhnt ist. Ob es je ein Sequel gibt, hängt aber vom Einspielergebnis und somit vom Publikum ab. Das darf sich auf jeden Fall auf einen Vin Diesel freuen, der für einen das Lenkrad aus der Hand gibt und in ein abenteuerliches Spektakel voller Magie abtaucht.